Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Mario Odyssey Challenge. Und zwar eine erneute Boden ist Lava Challenge, beziehungsweise Wasser ist Lava, weil wir heute im Lake Kingdom die ganze Challenge machen. Und zwar gibt es diese ganze Wasser ist Lava Challenge schon ewig im Lake Kingdom. Und ich habe jetzt auch mal Bock, sie zu machen. Das Gewinnspiel mit der Bowser Amiibo geht jetzt noch genau 9 Tage. Ihr müsst nur Abonnent sein und einen Kommentar schreiben unter dem Video. Und ansonsten würde ich sagen, beginnen wir einfach mit der Challenge. So, Leute, also von der Odyssey geht's hier los. Und dann darf man nur das Wasser nicht berühren, also das Wasser ist Lava. Eventuell kann man hier sogar der Boden ist Lava durchziehen, dass man komplett den Boden nicht berührt. Ja, ich habe das schon mir einmal angeguckt vor Monaten und das sollte eigentlich, der Sprung hier ist, aber easy, Leute. Der Sprung hier ist eigentlich, glaube ich, mit der schwerste. Ansonsten ist die Challenge eigentlich relativ einfach zu den anderen, die ich bis jetzt gemacht habe, wie zum Beispiel den Bowser-Kampf ohne Schaden, beziehungsweise nicht zu springen. Ja, und jetzt ist das eigentlich ein Selbstgänger. Also das ist wirklich einfach. Leute, können wir die Challenge eventuell noch schwerer machen, weil es ist ja wirklich viel zu einfach. Ich kann versuchen, die Challenge ohne Springen zu machen. Ich glaube, das machen wir, Leute. Wieder auf zur Odyssee. So, Leute, erstmal gucken wir, wo kann man die Liste aufrufen. Hier kann man die Liste aufrufen zum, zum Mushroom Kingdom. Da kann man gucken, wie viele Sprünge man hat. 3865 haben wir jetzt. Und wir dürfen, die Zahl darf sich nicht erhöhen letztendlich. Und dafür darf man halt nicht B drücken mit beiden Beinen auf dem Boden. Und der Sprung ist easy. Man darf halt nur mit Cappy springen oder so ein Wandsprung, Hechtsprung. Das zählt alles nicht als Sprung in dieser Liste. Und deswegen ist das die Regel. Relativ einfach. Der hat mich fast getroffen hier. Zack, auch einfach. Oh, zack. Gerade noch so geschafft. So, jetzt da drüber. Drüben schaffe ich das auf keinen Fall hin. Da brauche ich einen Longjump. Ich mache erstmal auf diese komische kleine runde Insel da. Da müsste das machbar sein. Da muss ich einen guten Cappy-Jump. Zack, Cappy. Ist ja kein Cappy-Roll-Jump. Gerade so geschafft. Oh, das war so knapp, Leute. Habt ihr das gesehen? Habe ich das Wasser berührt? Ich glaube nicht. So, darüber. Komme ich jetzt schon darüber oder soll ich erstmal da hoch? Ich glaube, ich gehe erstmal da hoch auf Nummer sicher. Das ist dann doch noch ein bisschen zu weit. Wieder schön Cappy-Jump. Ja, das ist alles kein Problem eigentlich, Leute. So, ihr könnt ja mal selber die Challenge machen und sie mir bei Twitter schicken. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich hier... Kann ich vielleicht sogar darüber fliegen? Oh, ich probiere es einfach. Cappy schmeißen und... Ja, easy, Leute. Aber ich bin ja gespannt, ob das jetzt als Sprung zählt, wenn man auf diesen komischen Dingern da rumbounzt. Also auf diesen komischen Pflanzen hier. Auf den Blüten, ich bin mir unsicher. Aber das werden wir gleich sehen, Leute. So. Eigentlich geschafft, Leute. Easy cheesy, würde ich sagen. Ich guck mal, ob die Sprünge sich erhöht haben. Und zwar 3865, Leute. Nein, ich hab's geschafft. Das war's mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Ich hab Bock, schwerere Challenges zu machen. Deswegen schreibt mir auf Twitter schwerere Challenges, die aber wirklich möglich sind. Also ihr solltet sie selber schaffen. Ich hab noch 3 fast unmögliche Sprünge, also richtig schwere Jumps in Mario Odyssey fürs nächste Video. Und ansonsten habe ich mal Bock, so kleine Mini-Challenges zu machen. Vielleicht 3 Stück in einem Video, weil das hier ist ja relativ einfach gewesen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es auch schafft. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.